Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Let's play Rule of Rose. Im letzten Part, da haben wir wieder ein Kapitel abgeschlossen. Merkwürdigerweise, nachdem wir ein bisschen, gequält wurden, jetzt gehe ich zurück, das wollte ich gar nicht, sind wir hier in einer Art Garten angekommen und bei einem Lebkuchenhaus, ganz wie bei Hänsel und Gretel. Der gute Brown ist aus welchen Gründen auch immer nicht mehr bei uns. Jetzt will ich mal checken, ob wir überhaupt noch unsere ganzen Items haben. Ja, doch, die haben wir noch. Dann werde ich erstmal eine Waffe aktiv schalten hier. Die neueste Waffe war dieser Eispickel. Die schalte ich mal aktiv. So, sehr schön. So, das... Okay, Max Notizbuch. Brauchen wir das noch? Okay, jetzt können wir ja nicht mehr sehen, ob wir damit was finden können, weil Brown ja nicht mehr bei uns ist. Ja, dann bin ich mal gespannt, was hier in diesem Lebkuchenhaus, das allerdings, wie man sehen kann, nicht aus Lebkuchen besteht, so wie das von der Hexe, was das zu bieten hat. Aber erstmal werden wir mal hier um das Haus herumgehen, ähnlich wie damals beim Waisenhaus. Kommen wir in einen Garten. Na, was ist das hier? Die Schaukel ist kaputt. Nur eines der verrotteten Seile ist noch intakt. Ja, komm, dann nimm das. Okay, sie will das Seil nicht nehmen. Aber da hinten blinkt was, das sehe ich schon. Eine Schaufel. Aha. Was können wir denn damit anfangen? Ach. Das ist eine Waffe, eine Schaufel. Ja, nicht schlecht. Endlich auch mal wieder eine zweite Waffe, die... mit der man hier bisschen längere Reichweite hat. Weichreite, wollte ich gerade sagen. Das ist schön gut, dass wir hier rumgegangen sind. Jetzt gehen wir einmal ums Haus rum und kommen wieder am Lebkuchenhaus an. Wahrscheinlich jetzt auf der linken Seite. Ja. So sieht's aus. Ne, Moment, jetzt sind wir auf der Rückseite. Aha. Irgendwer redet da. Hört ihr das auch? Hm. Kann man da durchs Fenster gucken? Nee. Was mit er begräbt das Ding draußen oder so. In der Wand ist ein großes Loch, als ob etwas Schweres dagegen geworfen worden wäre. Hm. Was haben wir denn hier noch? Eine Hundehütte? Mal schauen. Ein Keksschuppen. Ha! Keksschuppen? Jo. Aber kein Keks zu finden. Wahrscheinlich, wenn wir Brown dabei hätten, könnte man hier vielleicht Kekse finden. Ein Geruch von Staub und Moder erfüllt den Schuppen. Okay, hier ist anscheinend im Moment noch nichts zu holen. So, da geht es ja ziemlich weit rum ums Haus. Noch eine Menge zu erkunden da. Moment, wir kamen von... Dreh dich mal bitte wieder rum. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, gehen wir jetzt vorne rein und dann gehen wir durch die Hintertür. Ach komm, wir gehen durch die Hintertür.
Mal schauen, ob das überhaupt geht. Ich würde ja gern länger dazu hören, aber ohne Untertitel. Mal schauen. Okay, das hätte ich mir fast denken können. Hier ist abgeschlossen. Was? Good night, young pig. Es geht um irgendein Schwein, glaube ich. Das irgendwie begraben wird. Nun gut. Was auch immer das bedeuten mag, wir werden jetzt mal in das Haus hineingehen. Jawohl. So, Hausflur. Hiervon haben wir auch keine Karte noch nicht, klar. So, dann müssen wir wieder aufpassen bei der Hauserkundung. Wir sind hier reingekommen. Hier ist nur diese eine Tür, dann werden wir die mal als erstes erkunden. Erstmal gucken, ob hier noch was in der Schublade drin ist. Die Farbe ist verblasst, deshalb ist es schwierig zu sagen, ob es eine Zeichnung oder ein Foto ist. Ja, atmosphärisch ist alles auf jeden Fall in diesem Spiel, aber doch relativ anders als in anderen Spielen. Okay, da drinnen sitzt einer und besäuft sich. Ich vermute mal, dass wir da nicht reinkommen, sondern nur durchgucken können. Deswegen schauen wir uns erstmal hier an. Oh, hier ist eine Tür komplett zugenagelt. Ja, das ist klar, dass die nicht geht, wenn die zugebrettert ist hier. Hier haben wir Schränke. Aha. Ein schmutziger Mantel hängt neben einem Hut im Schrank. Aber wer hier wohl wohnt, dann checken wir mal als nächstes die Tür hier. Kleine Kaserne. Kaserne? Ist das hier ein Soldatenlager? Das ist wohl eher eine Abstellkammer als eine Kaserne. Ich weiß nicht, was hier eine Kaserne sein soll. Da ist eine große Kiste. Ja, schön für dich. Machen kann ich damit nichts. Können wir aus dem Fenster springen? Tatsächlich. Das war jetzt eigentlich nur ein Witz von mir. Okay, durch das Fenster. Ach, rein kommen wir jetzt gar nicht wieder, oder was? Okay, wahrscheinlich können wir jetzt das hier reingehen. Nein, können wir auch nicht. Hä? Wie jetzt? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Können wir hier rüber? Hä? Moment mal, jetzt stimmt hier aber irgendwas nicht. Ich komme jetzt hier nirgendwo mehr rein. Ach doch. Ich komme doch rein. Das Mädchen kletterte durchs Fenster und kam in ein Zimmer voller schwebender Spielsachen. Die Spielsachen warteten geduldig auf ihren Meister und verrotteten langsam. Schwebende Spielsachen. Ja, ansonsten sieht das Zimmer ja relativ, naja, bescheiden aus. Was haben wir hier? Eine unheimliche alte Spielzeugfigur starrt in den Himmel. Wer immer das auch sein mag, vielleicht ein Lehrer aus dem Waisenhaus? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt so ähnlich wie am Anfang in dem Waisenhaus. Man kann die Zimmer erkunden, aber es passiert sonst nicht viel.
Mal schauen, also hier... Ja, jetzt kommen wir auch wieder nicht... Ah, hier ist noch was. Sanft erhob sich das großartige Luftschiff in den Himmel und trug die Träume seiner neuen... Aber sein Ruhm war kurzlebig und wurde durch einen tragischen Unfall abrupt beendet. Das arme Mädchen konnte aus irgendeinem Grund seine Augen nicht von dem umgestürzten Luftschiff abwenden. Ob das jetzt bedeuten soll, dass das eigentliche Luftschiff, auf dem wir vorher waren, auch abgestürzt ist? Jennifer konnte aus irgendeinem Grund ihre Augen nicht von dem abgestürzten Spielzeugluftschiff abwenden. Ja. Creepy, creepy. Was war hier? Hier haben wir da. Ja, okay, das war die Figur, die in den Himmel starrt. Das ist das Flugzeug. Was ist mit der Puppe hier? Unheimliche Spielzeugsoldaten warten geduldig auf die Rückkehr ihres Meisters. Sollte das wohl heißen. Aber ansonsten ist hier nichts zu holen. Dann werden wir mal wieder rausgehen. So, zurück ins andere Zimmer, aus dem wir gekommen sind. Das sollte ja eigentlich auch gehen. Mann! Jennifer, bitte! Muss man da so pixelgenau bei irgendeiner bestimmten Stelle stehen, oder was ist das hier für ein Scheiß? Ich drücke und drücke und drücke, aber es tut sich... Das gibt's doch nicht. Ich habe vorher schon zigtausend Mal gedrückt. Ah ja. Sehr merkwürdig. Okay. Dann müsste die andere Tür ja... Ach so, ja. Diese zugenagelte ist das, wo wir eben drinne waren. So, hier haben wir noch mehr Türen. Jetzt gehen wir erstmal hier in diese. Okay, da gucken wir wieder nur. Okay, da arbeitet irgendjemand an irgendwas, was auch immer. Rosenweg, ja. Kein Plan. Der Typ kommt mir auch irgendwie bekannt vor. War das nicht dieser eine, der uns mal was gebracht hat? Im Luftschiff? Der uns eins von diesen Büchern gebracht hat? Der sah so ähnlich aus, glaube ich. Aber ich weiß es nicht wirklich. Und dieses Erzähle im Hintergrund, das geht mir auch irgendwie auf die Nerven. Ja, ja, on Friday. Der erzählt da was. Das ist in der Wanne. Das schmutzige Wasser am Boden des Bottichs sieht fast wie Blut aus. Ja, das war ja sowas von klar. Komm, Waschbecken kontrollieren. Hä? Ist das von alleine aufgegangen eben, oder war ich das? Okay. Was ist hier? Nichts. Okay, dann wieder raus. Bis jetzt ist hier nicht viel zu sehen. So, jetzt müssten wir hier lang. Okay, dann durch diese Tür. Okay, jetzt liegt er da, hat zu viel gesoffen. Ob das der gleiche war, den wir von der anderen Seite wahrscheinlich gesehen haben? Vermute ich zumindest mal.
So, die Tür war links von uns eigentlich. Mal gucken. Okay, wenn wir jetzt hier wieder rauskommen, dann muss ich in diese Richtung. Okay, jetzt verliere ich schon wieder ein bisschen die leichte Orientierung. Aus wie vielen Blickwinkeln sollen wir den denn noch betrachten? Ja, tolle Lache hast du. Irgendwas hast du fallen lassen. Zerknitterst das Briefpapier oder so. Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ach, hier geht's ins Untergeschoss. Okay, die Stimme wird hier lauter. Vermutlich müssen wir hier lang. Aber ich möchte hier noch den Rest erkunden. Ne, ich glaube, jetzt sind wir wieder am... am Ende angekommen. Dann gehen wir jetzt runter. Ja. Wird lauter hier die Stimme. Die dicken Bretter sind vermodert und verfault. Saturday, he buries the pea outside. The pea is in the ground. And by er sagt Sunday, immer the pea, nicht the pick. It can't be found. Good night, young pea. Anscheinend mit Getreide gefüllte Kisten sind überall aufgestapelt. So, jetzt soll der endlich mal seinen Mund halten hier. Da gehen wir jetzt hier rein. Da ist der bestimmt dahinter. Ah ja. Ah, willkommen daheim. Es ist fast Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Joshua. Ja, stimmt. Das ist der... Nee, es ist nicht der gleiche Typ gewesen. Der sah aber so ähnlich aus. Aber der andere Typ hat damals auch Joshua zu uns gesagt. Da habe ich mich noch gewundert. Ich bin doch kein Mann, ich bin doch eine Frau, ich bin doch Jennifer, hallo? Soll ich jetzt wahrscheinlich wirklich schlafen gehen? Und dann kommen wahrscheinlich wieder die netten Monster, wenn ich schlafe. Nee. Erstmal den Schrank kontrollieren. Okay, mal gucken. Vielleicht, wenn ich oft genug... Ja, er fällt da runter, habe ich mir schon gedacht. Teddybär. Ein süßer Teddybär mit einem grünen Band um den Hals. Da hörte das arme gefangene Mädchen eine sanfte Stimme. Ich kann, wie ich es versprochen habe. Anscheinend ist er wieder. Bleib hier, ich helfe dir. Oh Mann, so schnell kann ich gar nicht vorlesen. Wer ist denn das Mädchen? Sie hat versprochen zu kommen und jetzt kommt sie. Endlich mal ein Mädchen, das nett zu uns ist. Lesen wir mal so lange die Zeitung hier. Ein Zeitungsartikel ist angeheftet. 23. Juni 1999. Luxusluftschiff verschwunden. Englands größtes Luxusluftschiff, das gerade auf seiner Jungfernfahrt war, die im ganzen Lande groß gefeiert wurde, wich heute von seinem Kurs ab und bleibt zurzeit verschollen. Man vermutet, dass das Luftschiff von seinem Kurs abwich, um ein vom Süden heranziehendes Tief zu vermeiden, aber seine jetzige Position bleibt unbekannt.
Die in diesem Gebiet seit gestern wütenden schweren Gewitter haben die Suche nach dem Luftschiff erschwert. Ah, das kann ja nicht sein, dass sich das tatsächlich auf das Luftschiff bezieht, wo Jennifer jetzt vorher war, weil... Hallo? Es kann ja nicht sein, dass da so eine kranke Scheiße in dem Luftschiff abgeht, wo alle Welt... das verfolgt. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was jetzt? Jennifer, ich habe die Tür. Ich stehe Schmiere, beeil dich lieber. So, jetzt gehen wir schlafen. Unter der Decke nachsehen? Jo. Hemd, Hose und Schuhe eines Jungen sind ordentlich auf dem Bett ausgelegt. Hä? Aus irgendeinem Grund spürt Jennifer plötzlich einen Schmerz in der Brust. Ist sie vielleicht in Wirklichkeit ein Junge oder was? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Okay, dann raus hier. Aber wohin jetzt? Ich stehe Schmiere, ja. Und wo ist das Mädchen, das uns geholfen hat? Und wo müssen wir jetzt hin? Fragen über Fragen. Am besten wieder raus aus dem Haus. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringt. Ach, da ist sie ja. Komm, wir rennen weg, bevor der Mann zurückkommt. Moment mal, kenne ich die aus dem Luftschiff in dem Waisenhaus? Oder ist das ein anderes Mädchen? Kommt mir leicht bekannt vor, ich kann mir die nicht alle merken. Bevor wir gehen, sollten wir das gefährliche Ding finden und mitnehmen. Es ist zu seinem eigenen Besten. Welches gefährliche Ding? Halt, Moment. Ich kam von hier. Welches gefährliche... Jetzt muss ich nochmal gucken. Ging es hier runter zum... Ja, hier ging es runter. Welches gefährliche Ding? Ich muss jetzt nochmal kurz schauen, von welcher Position. So, da stand sie und sie ist nach... Hier ist sie gelaufen. Arbeitszimmer. Ach, jetzt können wir wahrscheinlich in die Räume, wo der Typ vorher war. Alles in Ordnung? Gehen wir, ja? Wohin denn? Hier raus? Erstmal untersuchen. Bücher, Tinte, Zigarettenkippen, diese Dinge liegen auf dem unordentlichen Schreibtisch, dazu ein Bilderrahmen. Es ist teilweise verblasst, aber das Bild zeigt eine glückliche Familie. Aha. Kann man aber wenig darauf erkennen. Gucken, ob ich hier raus kann durchs Fenster. Auf dem Zettel, der am Mülleimer hing, war eine Unterschrift sichtbar. Gregory M. Wilson. Der Hinterhof sah mehr niedergewalzt als gepflügt aus. Okay, raus können wir nicht. So, 6 Minütchen haben wir noch. Okay, jetzt läuft sie da lang.
Okay, WC waren wir. Wenn ich jetzt wüsste, kommen mir natürlich wieder nicht gemerkt, welche Türen das jetzt waren, wo wir vorher nicht reinkamen. Ich glaube, das hier war es nicht, oder? Küche, doch, hier waren wir vorher auch noch nicht drin, ne? Mal umschauen. Die Glastür des Schranks ist so schmutzig, dass sie undurchsichtig ist. Wieso hat er eigentlich gesagt, willkommen zu Hause? Der tat so, als wäre unser Vater. Hat uns aber eingeschlossen. Das Regal ist mit einer Staubschicht überzogen. Es wurde anscheinend lange nicht mehr benutzt. Hier sieht es ja auch nicht gerade sehr ordentlich. Och, die schmutzigen Teller sind aufgestapelt und erfüllen den Raum mit Gestank. Ja, hier ist jedenfalls keine Frau, die sich darum kümmert. Und der Mann hat anscheinend Besseres zu tun, Alkohol zu saufen und so ein Zeug. Aus dem alten rostigen Kühlschrank kommt ein säuerlicher Geruch. Ah, pfui, Deibel. Und wie sieht's denn hier aus? Auf dem Tisch liegen Essensreste und verpesten die Luft mit Fäulnisgeruch. Also hier tut sich schon lange nichts mehr. Oder ob das alles Geistererscheinungen sind, hier, ob der Mann gar nicht wirklich da ist. Ah, ich weiß überhaupt. Also diese Story, das ist sowas von konfus. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Wie, jetzt kommen wir ja nicht raus oder was? Ach ne, hier geht's lang, okay. So. Was war hier? Okay, hier waren wir schon. Ja, sorry, ich muss das nochmal jeweils kontrollieren. So, hier geht's glaube ich raus. Dann können wir nochmal das Zimmer kontrollieren hier. Hier weiß ich definitiv, dass wir vorhin noch nicht drin waren. Sind das Souvenirs? Selbst die Andenken sind voll Staub. Ja, also hier ist eindeutig schon ewig nichts mehr gelaufen. Also hier. Ein schönes Bild einer Blumenvase schmückt die Wand. Oh, ein Telefon. Schnell anrufen, Hilfe holen. Das Telefonkabel wurde abgerissen, sodass man niemanden anrufen kann. Na, das war sowas von klar. Was ist hier? Der Kamin wurde lange nicht mehr benutzt und die Holzscheite sind feucht. Aha, hier liegt auch was auf dem Tisch. Ja. Auf dem Tisch liegen leere Flaschen und Zigarettenschachteln. Ja, der hat hier anscheinend nur gequalmt und gesoffen und sonst nichts gemacht. Jo, ich weiß noch nicht, was das andere Mädchen meinte, was wir noch entfernen sollen hier. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles überprüft. Gehen wir mal raus. Jo, und da läuft sie auch. Joshua, Joshua! Er sucht uns schon. Leute, ja. Ob ich jetzt mich dem Typ nochmal stelle oder schnellstens die Flucht ergreife, das erfahrt ihr im nächsten Part von Let's Play Rule of Rose. Jetzt wird gespeichert. Und zwar, jo, gleich hier oben. Das war Let's Play Rule of Rose.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Dreamy.